Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon und Wonderful Life. Immer noch mit Anne. Gut, wir haben Wolle. Aber heute ist der zweite Frühlingstag, das heißt, Wang kommt hier nicht vorbei. Oh, Carter außerhalb seiner Mine. Und hier, er mag mich. Das finde ich gut. Finde ich auch faszinierend, was das Indikator dafür, dass du mit dich mit Leuten angefreundet hast, ist der, dass sie dich anschauen, wenn sie an dir vorbeilaufen. Schon creepy, seinem echten Mädchen. Vor jemand starrt die ganze Zeit hinterher. Warum guckst du so? Ich mag dich. Warum guckst du so? Ich bin dein Freund. Hi. Ich bin kein Stalker. Übrigens, dein Mädchen ist alle. Ja, das erinnerte mich jetzt gerade so ein bisschen an Rose aus Two and a Half Men. Ich habe euch das Licht angehen sehen. Warum beobachtest du unser Haus um 4 Uhr nachts? Naja, Nachbarschaftswache. Wir haben keine. Aber wir haben vielleicht bald eine. Wo will ich eigentlich hin? Ich wollte mich ja mit Wally anfreunden. Wo hat denn der gewohnt? Hier. Ja, das war der Jogger. Ein Sternchen in den Augen. Und der... Ach, toll. Keiner zu Hause. Alle sind draußen. Hi, Kate. Na du? Kind? Und du bettelst wieder. Ja? Murray. Er stinkt. Ja, er stinkt. Die Musik immer so tief, wie ich ihn dann geklaut hat. Ja, aber jetzt klaut er ja nicht mehr. Ich will doch was im Schildschrank. Nein. Dann kommt er ja alle 3 Tage wieder und klaut was. Was magst du eigentlich? Ich habe aber A gedrückt. Hallo. Man sagt, dass es Wichtel in den nördlichen Wäldern gibt. Du kommst gerade von da. Niemand hat sie allerdings zuvor gesehen. Und dann gebe ich dir mal einen Tipp. Guck mal. Du gehst da lang. Und dann gehst du nach links und da ist da so ein großer Baum. Und... Und neben diesem Baum... Warte, ich erzähl's dir zu Ende. Warte. So. Und neben diesem Baum, da sind so 2 Pilze. Und einen von den beiden Pilzen musst du essen, weil die nämlich dafür sorgen, dass du schrumpfst und dann holen dich die Erntewichtel in ihr Haus. Glaub's mir. Ja, sagen wir alle. Ich fühle mich voll ignoriert. Gut. Na, alter Knabe? Wie geht's, 1 Jahr nachdem deine Frau verstorben ist? Oh, wenn du das nicht bist. Das Essen von dir... Das ist aber schon eine Weile her. Es war wirklich sehr köstlich, vielen Dank. Ja, okay. Ich lass dich alleine. Ist noch zu früh, um drüber zu lachen, was? Ja, der war böse, ich weiß. Ja, Nina war knuffig. Ja, es gibt eine Möglichkeit, nochmal mit ihr zu reden. Als Geist. Ich muss mal nochmal nachgucken, wie das war. Ich habe ja auch nicht alles im Kopf. Nee, leider nicht. Ich bin doof? Nein. Okay, Memo an mich selber. Anne findet mich doof. Jetzt nicht mehr hinterher. Okay. Schade. Sehr schade. Sachen, ich habe dir vorhin eine Pizza geschenkt. Und 3 Baguettebrötchen. Also keine ganzen Baguettebrötchen. Sondern Scheiben geschnittene Scheiben. Ja. War lecker. Ja, fand ich auch. Ich schenke dir meine Zeit. Ach so. Das mache ich ja eigentlich mit den Leuten, auch wenn ich mit ihnen rede, aber irgendwie bringt das nicht viel. Wie sieht denn der Himmel aus? Das sieht so nach Regen aus. Oh, naja. Naja. Sieht auf jeden Fall viel vielversprechend aus. Wer läuft denn da? Ruby. Mir brennen gerade die Augen. So, hier ist Beifuß.
den ich auch bitte aufhebe und den ich jetzt esse. Nom, 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 nom. Kuchenbeifuß. Lecker. Lecker. Der ist, glaube ich, länger satt, aber ist ja egal, wenn ich ihn jetzt mit Zeug, das ich finde, fütter und bla. Nee, die mag mich nicht. Alte Schrulle, dabei habe ich hier schon so viel geschenkt. So. Wie sieht's denn hier so aus? Na du, Kuh? Wow, und wieder 2 Milchkannen voll. Episch. Danke. Ich behalte sie noch so lange, bis sie keine Milch mehr gibt. Aber nein, meins. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ich hatte doch schon einen Huhn im Arm. Ganz cool. Außerdem schwimmst du in einem Teich, dir macht es nichts aus. Du warst eine Wildente. Du hast vorher die ganze Zeit nur draußen gelebt. Denk dran, du bist mir zugelaufen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber ich habe es nicht gesagt. So, komm mal her hier. Du Huhn. Noch. Echte Hühner wachen auch nicht unbedingt auf, wenn man sie hochnimmt. Ich hatte mal eins im Arm, das geschlafen hat. Und das hat lange geschlafen. Den konntest du überall hinpieksen. Ich habe zwischen... Ja, dass es geschlafen hat. Ja, es hat geschlafen. Hier, ein schlafendes Huhn. Nein, das schläft nur. Nein, das hat wirklich geschlafen. Das fand ich nämlich so lustig, dass es den Kopf so bewegt hat beim Schlafen. So. Ja, keine Ahnung. Als würde es träumen. Ja, ich weiß. Aber dein Kater, der zuckt auch, wenn er seinen eigenen Schwanz im Schatten sieht. Ja, vielleicht sieht er ja nur vor seinen Augen Schatten im Schlaf. Was ja auch kein Traum wäre. Mm-mm. So, meine Süßen, ihr werdet nass, kann das sein? Bringe ich euch mal rein. Und Tatjanas Futterbox ist leer. So, aber um nochmal das mit... Ja, jetzt haben wir es dreimal gelesen. Um nochmal das mit Lula anzusprechen. Ich werde Lula behalten, bis sie keine Milch mehr gibt. Aber bevor Crawl und Lula wieder denken, nam 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 nam, vernasche ich dich mal, werde ich Sophie dazu bringen, ein Kälbchen zu bekommen. Nee. Ja. Sonst hätte ich Sophie schon längst schwängern lassen von Crawl. Ja, genau. Meinte ich. Ich habe mich nur versprochen. Ja, der sagt aber auch nicht jedes Mal das Gleiche, wenn man einen Kuhwundertrank gibt. Und das war zum ersten Mal, dass er sowas gesagt hat. Deswegen musste ich da so ein bisschen lachen. So ein bisschen sehr. So, wir essen mal noch mal puren Beifuß. Mir juckt die Nase. So, und wir gehen noch mal unsere Frau besuchen. Oh, guck mal. Bauklitze. 1, 2, 3. Guck mal, wie viele Sterne sind da am Himmel? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Das Tischtuch ist nach Celias Geschmack. Guck mal Celias Schürze an und guck dir mal das Tischtuch an. Pass auf, in die Vorhänge kommen. Und Vivis Klamotten sind auch grün.
Beweg mal bitte den... Gut. Ja, ich glaube, das liegt an den Einstellungen mit Strom. Also wir reden gerade vom Netbook, falls sich jetzt jemand wundert. Weil wir ja alles tun mit dem Netbook aufnehmen. Und da ist gerade der Bildschirm ausgegangen und ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich dachte, Celia kommt jetzt raus. Celia, meine Liebste! Den Zug hört keiner. Nee, den Zug hört keiner. Und ich würde sagen, wir schicken den Emma jetzt ins Bett. Gute Nacht. Was träumt er da eigentlich? Ja, was er träumt. Er träumt von einer reichen Ernte. Ja, Celia ist wieder hier. 7 Minuten, nachdem sie aufgestanden ist, ist sie mit der Hausarbeit fertig. Und es regnet nicht mehr. Ja, sieht auch recht... Die Wolken ziehen voll komisch. Wir haben gerade die Windrichtung geändert. Ja, aber das sieht so aus, als ob es nicht bald wieder regnen wird. Also, können wir mal die Tiere rausholen? Hi Leute, was meckerst du? Hallo. Nee, Crawl hat gemeckert. Ey, wenn du nochmal zu mir sagst, dass ich schmutzig bin, ja, dann fliegst du hier achtkantig raus, ja. Echt? Wie wär denn? Wie was? Mit der Schattenwand? Was? Wovon sprichst du da, Anne? Okay, Anne spricht Wirr. Okay. Okay. Warten! Ich meine, ich will dir nicht im Weg stehen. Freu dich. Wolltest nichts mehr sagen? Warum denn? Ich kneif dich doch nicht. Das ist das einzige... Aua. Ah! Nicht! Das ist unfair. Hi, Holly. Lula hat ein Baby, toll. Oder, ja, sie kriegt ein Baby. Wow, ich bin so glücklich darüber. Dass sie sich nicht im Zaum halten konnte. Whoop. 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 Und ich wäre sehr verbunden, wenn Tatjana aufstehen würde. Tatjana, danke. Sie gibt keine Milch mehr. Oder? Habe ich sie schon gemolken? Hast du aufgepasst? Ich habe keine Ziegenmilch. Tatjana? Ja doch, Tatjana gibt keine Milch mehr. So, Tatjana, das war's mit dir. Komm mal mit. Das macht den Tieren nichts. Also mir ist... Weiß ich nicht. Also wenn die Tiere jetzt krank werden, weil es regnet... Also es wäre jetzt ein blöder Zufall, wenn es jetzt den restlichen Frühling überregnen würde. Und selbst wenn, das verkrafte ich. So. Mach's gut! Was? Das ist ein Orangenbaum. Das ist aber blöd, wenn ich einen Co-Kommentator habe, der nichts sagt. Nicht mein Problem. Okay.
Das nicht vorhandene Pinguinkissen. Okay. Habe ich nicht gehört. Denk dran, ich habe zwei große Kopfhörer auf den Ohren, die mir Musik abspielen. Da, 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 da. Oh Gott. Ich bin so fertig. Und ich sehe, der Part ist vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Oh, Wari.